Herr Professor Lammert, wir haben eben einen beeindruckenden kurzen Vortrag von Ihnen gehört zum Thema Demokratie. Da haben Sie die Balance zwischen Stabilität und Veränderung angesprochen. Wenn Sie jetzt auf das Deutschland von heute gucken, sehen Sie da die Stabilität ein bisschen bröckeln? Fehlt uns die gemeinsame Basis in der Bundesrepublik? Fakten spielen nicht mehr so die Rolle für viele Menschen. Ist die Demokratie in Deutschland in Gefahr im Moment? Sie ist nicht akut in Gefahr, aber die Demokratie ist, wie wir heute Morgen ja auch hier besprochen haben, ein System, das sich selbst sozusagen immer wieder ins Risiko stellt und mit der Zustimmung seiner Bürgerinnen und Bürger steht und fällt. Und ich mache mir, was die aktuelle Verfassung der Bundesrepublik angeht, weniger Sorgen um die Stabilität als vielmehr um die Veränderungsbereitschaft. Ich habe vorhin ja auf die Balance hingewiesen, die übrigens nicht nur staatliche Organisationen brauchen, sondern gesellschaftliche und ökonomische Organisationen auch. Ohne Stabilität bewältigt man Veränderungen nicht. Aber ohne Veränderung bleiben Zustände nicht stabil. Und meine Sorge ist, dass in der deutschen Gesellschaft die Neigung zum Festhalten am Status quo in zu vielen Bereichen zu ausgeprägt ist und die Veränderungsbereitschaft unterentwickelt. Und das wird sicher eine große Aufgabe, auch, aber nicht nur in der Politik in den nächsten Jahren sein. Das ist das Stichwort. Sie haben auch eben darauf hingewiesen, es ist nicht nur die Aufgabe der Politiker. Wir sind hier auf dem Deutschen Logistikkongress. Was ist denn die Aufgabe der Entscheider im Wirtschaftsbereich Logistik? Wie können die dazu beitragen, dass Demokratie in Deutschland stabil und auch veränderungsbereit bleibt? Also es wäre unfair, wenn man nun irgendeiner Branche eine besondere Verantwortung für diesen politischen Zusammenhang zumessen oder zuschieben wollte. Aber je größer, je bedeutender, je systemrelevanter eine Branche ist, desto größer ist halt auch die Hebelwirkung, die in der einen oder anderen Richtung damit für die Stabilität wie für die Veränderungsbereitschaft eines Gesamtsystems ausgeht. Deswegen fand ich es schon ebenso großzügig wie angemessen, dass man in einem solchen Kongress sich nicht nur mit den fachlichen Aspekten der eigenen Zukunftsperspektiven auseinandersetzt, sondern auch mit den Rahmenbedingungen, unter denen beispielsweise auch die Logistikbranche arbeitet. Das würde dann bedeuten, dass die Entscheider in der Logistik auch mal die Stimme erheben, oder wie kann so ein Beitrag aussehen? Naja, also die Sorge, dass Branchenvertreter, Unternehmervertreter die Stimme nicht erheben, wenn es um die Wahrnehmung ihrer eigenen Interessen geht, muss man nicht wirklich haben. Aber gelegentlich eben über die eigenen Interessen die Stabilitätsbedingungen des Gesamtsystems im Auge zu behalten, das ist sicher eine Erwartung, der sich auch die Logistik, so wie viele andere, prinzipiell eigentlich alle Bereiche der Gesellschaft stellen müssen. Und ich bin auch eher zuversichtlich, dass das gelingt, auch wenn eine gewisse Lethargie und Selbstzufriedenheit quer durch die verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Bereiche nicht zu übersehen ist. Nun arbeitet die Logistik in einer globalisierten Welt. Ist die Globalisierung etwas, was eher gefährlich ist für die Demokratie? Ist es was, was gut ist, einen Einfluss hat? Also ein kluger französischer Publizist hat vor etwa 20 Jahren schon mal gesagt, die Globalisierung ist für die Politik wie für die Wirtschaft ungefähr das, was die Schwerkraft für die Physik ist. Man muss sie nicht mögen, aber es empfiehlt sich, sich darauf einzustellen. Insofern ist es müßig, ob man die Globalisierung eher erfreulich oder unerfreulich, eher lästig oder eher motivierend empfindet. Sie findet ganz sicher statt. Und sie findet in Deutschland noch unvermeidlicher statt als in manchen anderen Ländern, die entweder einen deutlich geringeren Entwicklungsstand oder einen viel geringeren Verfechtungsgrad in den Handelsbeziehungen haben. Für uns ist Globalisierung
eine Riesenherausforderung, gleichzeitig aber auch eine Riesenchance. Und unter allen Optionen gibt es diese jedenfalls nicht, dass wir ihr ausweichen können. Herr Professor Lammert, vielen Dank für das Gespräch, ja. Vielen Dank für Ihren Besuch beim Deutschen Logistikkongress. Danke sehr.